Sehr geehrter Herr Präsident, ich hatte bisher gedacht, Sie verteilen das Wort, aber Sie haben offensichtlich schon ganz gute Adjutanten, die mithelfen, obwohl das nicht notwendig ist. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Außenminister Steinmeier, liebe Frau Böhmer, lieber Herr Staatsminister Roth, um die ganzen Durchlauchten des Auswärtigen Amtes zu nennen, die heute freundlicherweise der Debatte zuhören. An die Zuschauer und Zuhörer hier darf ich sagen, ich bin den parlamentarischen Geschäftsführern dankbar, dass ich jetzt erst zum Schluss dran komme. Das hat mit aufsteigender Reihe bei uns zu tun und dass wir all das, was wir eben gehört haben an guten Absichten im Auswärtigen Dienst, dass all das natürlich finanziert werden muss und dafür für das schnöde Geld sind dann wieder die Haushälter zuständig, die heute nicht den Hauptpart spielen, sondern erst dann bei der Verabschiedung des Haushaltes. Meine Damen und Herren, der Bundeshaushalt nimmt in diesem Jahr insgesamt gesehen um 20 Milliarden Euro zu, also plus 3,7%. Der Haushalt des Außenministers nimmt um 200 Millionen Euro ab, also minus 4,3%. Gott sei Dank, würde ich da sagen. Lieber Herr Dr. Lindner, im Gegensatz zu Ihnen habe ich die Zahlen natürlich gelesen und richtig gelesen. Muss man da natürlich eben genau hinschauen. Und es ist ja gesagt worden, das Minus bei unserem Haushalt, sehr geehrter Außenminister, kommt eben dadurch zustande, dass wir heuer im Jahr 2017 besser gesagt 300 Millionen Euro weniger an die Vereinten Nationen bezahlen müssen. Und wenn Sie gerade eben gut zugehört haben und wir eben nur 200 Millionen weniger in der Kasse haben, dann bleiben 100 Millionen Euro zusätzlich für das operative Geschäft über. Und das ist ja gar nicht so verkehrt, dass wir hier in den verschiedenen Aufgaben, die benannt worden sind und die ich noch ansprechen werde, dass wir da tatsächlich mehr Geld zur Verfügung haben und verantwortlich damit umgehen werden. Sehr geehrter Herr Bundesminister, vor einem Jahr haben Sie hier an dieser Stelle gesagt, die Welt scheint aus den Fugen geraten zu sein. Und Ihnen hat niemand widersprochen, weil es ja eine richtige Aussage war. Und heute könnte man das in der Tat wiederholen oder vielleicht sogar noch verstärken und verfestigen, wenn man die Situationen auf der Welt so sieht. Sie sind ja teilweise hier angesprochen worden. Der Syrien-Konflikt im sechsten Jahr und ein Ende ist noch augenblicklich gar nicht absehbar. Die schlimmen Situationen dort in Aleppo und so weiter. Ich möchte das nicht zu weit ausführen. Die Situation direkt vor unserer Haustüre in der Türkei mit dem Putsch, mit den Säuberungen, mit den Strafaktionen von Erdogan. Ich danke dem Kollegen Norbert Röttgen, dass er darauf so intensiv und fundiert eingegangen ist, was ja auch eine Schwächung der Türkei im Inneren bedeutet, wenn man sich so vieler tüchtiger Leute offensichtlich entledigt und bedeutet auch eine Entfernung von Europa. Das ist ein Punkt, den ich in dieser Klarheit noch nicht so richtig gehört habe, aber der durchaus stimmt. Und ich danke dir, lieber Norbert Röttgen, dass du das gesagt hast. In diesem Zusammenhang fällt mir ein, dass die CDU seit 1966, nicht seit 50 Jahren, keinen Außenminister mehr gestellt hat. Das ist ja auch schon erwähnenswert, nicht, dass trotzdem unsere Außenpolitik so gut sich weiterentwickelt hat. Aber Sie haben gesehen, lieber Herr Steinmeier, wir haben auch gute Leute in der Reserve, wenn das einmal denn notwendig wäre. Wir haben die Konflikte nicht umfassend beschrieben. Die Türkei habe ich genannt, Ägypten, Libyen und so weiter sind kursorisch angesprochen worden. Der Konflikt von der Ukraine mit Russland, Russland mit Ukraine, ist natürlich sehr schmerzend für uns, insbesondere weil die Abkommen von Minsk nicht umgesetzt worden sind, dass wir dort eher einen labilen, denn einen stabilen Frieden oder Waffenruhe sehen und dass Russland nicht bereit ist, offensichtlich das Territorialprinzip anzuerkennen, dass Grenzen nur friedlich verändert werden dürfen, nicht aber mit Gewalt. Meine Damen und Herren, bei uns in Deutschland, bei uns in Europa, in der zivilisierten Welt hat zu gelten, es gilt das Recht. Es gilt nicht das Recht des Stärkeren. Es gilt nicht das Recht des Stärkeren, sondern es gilt das Recht.
Und das ist bei manchen noch nicht so angekommen. Bei Russland in diesem Fall nicht. Und in all diesen Krisen sind wir irgendwie mitbeteiligt. Die Bundeskanzlerin hat recht, wenn sie gesagt hat, aus allem können wir uns auch nicht heraushalten. Das geht nicht. Ich habe das angesprochen, was die Situation in der Ukraine anbelangt. Es muss auch bedacht werden, dass diese Krisen natürlich immer wieder dann auch auf innenpolitische Folgerungen zurückwirken, dass keine Krise ohne innenpolitische Folgen bleiben würde. Bedenken wir, wie es denn wäre, wenn Russland seinen Expansionsdrang in der Ostukraine fortführen würde, ob wir dann nicht mit Hunderttausenden von Flüchtlingen zu rechnen hätten, zuerst nach Polen, dann nach Deutschland. Und wie würden wir dastehen, wenn das sich ereignen würde? Aus diesem Grunde ist es natürlich richtig und wichtig gewesen, meine Damen und Herren, dass hier auf dem Warschauer NATO-Gipfel vor wenigen Wochen, sehr geehrter Außenminister, in der Tat weise Entscheidungen getroffen worden ist. Erstens die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses unter Beweis zu stellen und dann auch den Dialog anzumahnen und den Dialog zu führen. Ich finde das vernünftig, insbesondere auch, dass wir in der Verteidigungsbereitschaft den Polen, den Balten, den Esten, den Litauern, den Letten, um es auszudrücken, zugesagt haben, dass hier 4 Bataillone als sichtbares Zeichen aufgestellt werden unserer Verteidigungsbereitschaft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Außenminister spricht häufig von Abrüstungsinitiativen, die durchaus angebracht werden, in der Tat. Wir unterstützen das, und das sprechen Sie uns aus dem Herzen. Aber ich meine fast, dass wir auch sagen müssen, es besteht gerade in den Beziehungen zur Ukraine, zu Russland, keine Äquidistanz. Unsere Sympathie ist schon auf der Seite der Ukrainer, und wir sollten unseren russischen Freunden sagen, dass das so nicht geht. Ein anderer Punkt, meine Damen und Herren, der angesprochen werden müsste, ist diese Verbindung, die wir eigentlich haben zwischen der Ukraine und Russland auf der Ebene der OSZE. Ich hätte mir gedacht, dass wir hier weiterkommen in diesem Jahr. Wir haben ja den Vorsitz in diesem Jahr, Herr Außenminister, aber die Konferenz, die Sie jetzt vor wenigen Tagen in Potsdam abgehalten haben, war von keinem so großen Erfolg gekrönt, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Der russische Außenminister Lavrov war nicht da, und auch der ukrainische Außenminister war nicht da, um diesen Gesprächsfaden, von dem ich mir gehofft hatte, dass hier zu einem Gesprächsdialog die Sache geführt hätte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Haushälter muss ich natürlich auch einen Punkt ansprechen. In der Tat, diese Gipfel und diese Vorsitze, die wir pflegen, kosten alle ein Geld. 20 Millionen jetzt ungefähr, diese OSZE-Vorsitze im letzten Jahr, G7 im bayerischen Elmau, 6 Millionen im nächsten Jahr, G20-Vorsitz mit 50 Millionen. Wenn das negativ ausgedrückt, kann man Geld auch schlechter ausgeben, aber wenn das zu Gesprächsfäden führt, wenn das zu Verbindungen führt, wenn das zur Gesprächsbereitschaft führt, dann meine ich schon, dass dieses Geld eigentlich gut angewendet ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zur humanitären Hilfe, das ist ja schon ein paar Mal angesprochen worden. Im Jahr 2013, um 3 Jahre zurückzuschauen, haben wir für die humanitäre Hilfe 335 Millionen Euro ausgegeben. In diesem Jahr, 3 Jahre später, geben wir 1,133 Milliarden Euro aus, also das Dreifache. Dass da jemand sagt, ein intelligenter Mensch wie Sie, Herr Lindner, dass wir hier in unseren Aufgaben zurückstehen würden, das kann ich nicht nachvollziehen. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben die Ausgaben um das Dreifache erhöht, verdreifacht. Und im letzten Jahr, um auch das noch einmal zu sagen, für diejenigen, die die Haushalte nicht ganz so intensiv lesen, hatten wir im Haushalt drin stehen 733 Millionen Euro. In diesem Haushalt für 2017 haben wir drin stehen 730 Millionen. Das ist das Gleiche. Wir haben auch durch diese Ergebnisse der Londoner Geberkonferenz 400 Millionen Euro zusätzlich erhalten. Und wir werden auch darauf dringen, dass wir bei den nächsten Versammlungen, zum Beispiel bei der beim Weltsicherheitsrat, bei den UN-Versammlungen in New York, auch in der Tat diese Summen wieder drauflegen können, damit wir in der Tat
unsere Aufgaben erfüllen können. Ich glaube, wir sind uns einig, meine Damen und Herren, wir können hinter dem Betrag von 2016 nicht zurückfallen im nächsten Jahr. Wir können da nicht zurückfallen, und wir werden das auch in den anstehenden Veranstaltungen, in den anschließenden Gesprächen auch in der Tat so postulieren und so durchsetzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, viel ist getan, wenn man auch Erfahrung sammelt. Zum Erfahren heißt, man muss fahren. Ich war mit Frau Barnett von der SPD in Zaatari in Jordanien, habe dieses riesengroße Flüchtlingslager mir angeschaut. Wir haben in der BKA-Ebene diese unübersehbare Flüchtlingsstätte gesehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Herz tut einem weh zu sehen, wenn so etwas in einer humanitären Gesellschaft passiert. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit unseren Mitteln die humanitäre Lage dort verbessern und verändern. Und ich habe eine Bitte im nächsten Jahr, um zum letzten Satz zu kommen, lieber Herr Vizepräsident, zum letzten Schachtelsatz zu kommen, dass wir im nächsten Jahr auch ein Gedenken feiern, dass wir im nächsten Jahr in der Tat auch daran denken, in würdiger Weise der römischen Verträge von 1957 zu denken. 60 Jahre ist es her, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, Europa als einen friedlichen und freiheitlichen Kontinent zu gestalten mit deutscher Hilfe. Deutschland hat am meisten mit profitiert von dieser EU. Wir sind der wirtschaftliche Führer in Europa. Das in der Tat ist auch Herausforderung für uns und in dieser Weise für Frieden und Freiheit in Europa und Humanität in der Welt mitzusorgen. Und das, lieber Herr Außenminister, ist unsere gesteigerte Aufgabe. Wir werden Sie als Haushaltsausschuss in der Tat mit unterstützen, wenn es darum geht, wie Sie geschrieben haben neulich, dass wir ein waches Bewusstsein in der Welt haben müssen. Sie haben uns an Ihrer Seite. Wir werden das mit unseren haushaltstherischen Beschlüssen in der Tat unterstützen. Ich bedanke mich herzlich für die Nachsicht, Herr Präsident. Jawohl, ich weiß.